Du brauchst mal wieder eine körperliche Herausforderung oder aktuell läufst du ein bisschen planlos, eher ziellos in deinem Training herum. Dafür haben wir jetzt das Passende für dich. Und zwar starten wir heute mit einer kleinen Challenge, können wir es nennen. Wir haben 4 Übungen, die zum einen mal deinen Ist-Stand festhalten werden und in den nächsten 4 Wochen deine Leistung in diesem Bereich verbessern sollen. Ich erwähne mal ganz kurz, was wir haben. Wir haben heute einen 2-Minuten M-Rap-Test. Genau, du hast richtig gehört, 2 Minuten. Und da haben wir unterschiedliche Übungen. Wir haben den Push-Up mit Hand-Release. Wir haben den Air-Squat. Wir haben den Burpee. Und der 4. Test ist kein M-Rap mehr, der ist Max-Time, und zwar der Unterarmstütz. Warum wir das Ganze machen, ist, um Ziele zu definieren. Um mal zu gucken, wo bin ich denn aktuell überhaupt und was kann ich eigentlich in 4 Wochen erreichen. Und nach diesen 4 Wochen mal ein Resümee zu ziehen, habe ich es erreicht, was ich mir eventuell vorgenommen habe. Oder auch zu sehen, einfach hat mein Training bisher was gebracht. Damit starten wir heute, aber davor müssen wir natürlich noch ein Warm-up machen. Und fürs Warm-up nehmen wir uns einen Timer. Wir starten mit 3 Minuten ganz locker und easy auf der Stelle. Einfaches Laufen und dann machen wir 5 Wiederholungen. Bei jeder dieser Übungen in dieser Zeit erkläre ich dir die Übungen und du hast dann die Chance, dich da ein bisschen warm zu machen. Du kannst selbst nochmal gucken, ist alles korrekt, ist mein zentrales Nervensystem warm, ist die Übung korrekt drin, bevor du dann nämlich mit dem Test losgehst, weil bei einem Test sollte die Übung für dich natürlich schon bekannt sein und irgendwo schon ein paar Mal gemacht worden sein. Okay, lasst uns starten mit dem Warm-up. Keine 10 Sekunden Vorlaufzeit, sondern wir starten direkt auf der Stelle. Einfach lockeres Joggen, ihr könnt dabei die Knie ein bisschen hochziehen. Schön ins Schwitzen kommen. Und noch 5 Sekunden haben wir auf der Uhr. 3, 2, 1 und good job. Dann gehen wir 5 Reps in jede Übung rein. Als erstes haben wir den Push-Up mit Hand-Release. Push-Up, Hand-Release ist ein Liegestütz. Hände sind unterhalb der Schulter, keep the core tight. Ihr legt euch komplett auf den Boden ab. Hände müssen vom Boden kurz weg. Ob ich die Hände hier anhebe, nach vorne strecke, ist völlig egal. Es geht darum, Hände dürfen keinen Kontakt zum Boden haben. Von hier aus drückt ihr euch dann wieder hoch, wieder ablegen, wieder hochdrücken. 5 Mal beim Reinkommen erstmal ein bisschen langsamer ausführen. Wenn ihr jetzt merkt, das kriege ich so sauber nicht hin, könnt ihr natürlich das Ganze auch auf den Knien machen. Das heißt, ich gehe runter, könnt euch über die Knie hochdrücken. Wichtig ist nur, dass ihr den Retest mit derselben Variante wieder macht. Also entweder normale Push-Ups, Hand-Release oder mit Knien aufgestützt. Diese 2 Varianten stellen wir euch in dem Fall zur Verfügung. 5 Wiederholungen zum Reinkommen. Dann gehen wir in die nächste Übung, den Air-Squat. Das ist eine Kniebeuge mit eigenem Körpergewicht. Knie- und Hüftwinkel könnt ihr vergleichen. Und hier müsst ihr tiefer sein, wie der 90-Grad-Winkel. Das ist nachher keine Wiederholung beim Test. Ihr müsst tiefer sein. Das ist korrekt. Das ist schön tief. Und das reicht eigentlich schon aus für den Test. Also jetzt erstmal zum Warmmachen ein bisschen auch aufstretchen. Einmal in die Bewegung reingehen. Wieder hoch. 2, 3, 4, 5 und wenn ich jetzt noch will, kann ich das noch mal kurz schnell ausführen, dass ich das drin habe. Wichtig nachher auch beim Hochkommen, dass die Hüfte gestreckt ist. Also nochmal für den Test wichtig, tiefer wieder 90 Grad Winkel, beim Hochkommen Hüfte muss gestreckt sein. Am besten Gesäß anspannen. So, die ersten zwei Testübungen haben wir. Und haben die auch ein Warm-up gemacht. Jetzt kommt der Burpee. Beim Burpee ist es wichtig, dass ihr euch auch hier komplett mit dem Bauch und mit der Brust ablegt, wieder hochdrückt, Füße ran und mit den Füßen den Boden verlasst. Normalerweise würden wir jetzt bei einem Test eigentlich gerne etwas auf ein Objekt draufspringen, aber dadurch, dass daheim eventuell der Flur oder so rutschig ist und wir nicht wissen, was für Objekte ihr habt, lassen wir das weg. Und das heißt einfach nur wichtig ist, Füße müssen vom Boden weg. 5 Wiederholungen und jetzt schon mein erster Tipp. Probiert nicht erst in die Kniebeuge zu gehen und euch dann runter zu machen, sondern wenn es geht, einfach nur die Hüfte, einfach nur ein Hip Hinge mit den Händen auf den Boden, nach hinten springen, ablegen, dasselbe wieder hochdrücken, Füße ran und von hier aus Boden lösen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und zu guter Letzt halten wir noch kurz für 10 Sekunden einfach die Plank, Ellenbogen direkt unter der Schulter.
Hände sind parallel, Daumen zeigt nach oben, Füße sind zusammen und keep the core tight. In der Zeit kann ich euch schon mal erklären, beim Test ist es wichtig, die Hüfte darf nicht durchhängen und der Po darf nicht hier oben sein, sondern ihr müsst in einer geraden Linie sein. Alles anspannen, wenn die Hüfte hier runterkommt, ist es vorbei. Wenn der Po nach oben kommt, ist es vorbei. Dann zählt die Zeit, wo ihr bis dahin halten konntet. Das ist die Position. Diese Position sollt ihr halten. So lang wie möglich. Nun sind wir fertig mit dem Warm-up. Ihr könnt euch einen Timer stellen auf 2 Minuten. Lasst euch am besten noch 10 Sekunden Vorlaufzeit. Gibt es genügend Apps, mit denen ihr das machen könnt. Ihr braucht keine solche Uhr. Habt jetzt 2 Minuten M-Rap. Wie gesagt, Push-Up-Hand-Release. Air-Squat, Burpee und dann Max-Time-Blank halten. Zwischen diesen einzelnen Übungen nehmt ihr euch 3 bis 5 Minuten Pause oder besser auch gesagt volle Regenerationszeit. Wenn ihr merkt, nach dem Push-Ups-Hand-Release braucht ihr 7 Minuten Pause, nehmt euch die Pause. Ihr sollt in die zweite Übung, den Air-Squat, erholt reingehen, genauso in den Burpee und genauso in den Unterarmstütz. Das ist auch das heutige Workout, mehr gibt es nicht. Dieser Test ist das heutige Workout. Uhr starten, 10 Sekunden laufen runter. Am besten stellt euch ein Video, dass ihr nachher die Reps nochmal anschauen könnt, ob ihr auch wirklich alle sauberen Reps gemacht habt. Und Push-Up, Hand Release. Was ist deine Zahl? Lasst es uns wissen, kommentiert das Video, schreibt es auf, definiert Ziele. Was wollt ihr dann in 4 Wochen erreicht haben? Ist-Zustand, Soll-Zustand. 4 Wochen habt ihr Zeit, der Retest wird für euch kommen. Und das Wichtigste dabei ist immer, denkt dran, alles ist machbar.